zu einem neuen Video der Berufsschule 7. Wir kümmern uns heute um das Thema Multithreading und zwar hier Fokus auf verschiedene Begriffe, also Vokabeln, die man kennen und verstehen sollte, und das Ganze wird in gewissen Grenzen mit Java-Code eben auch nochmal dargestellt. Von den Begriffen, die wir erstmal auseinanderhalten müssen, gehe ich erstmal auf synchron, asynchron und parallel ein. Was bedeutet was? Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir haben irgendeinen Maler, Künstler, was auch immer, und der hat die Aufgabe, drei von diesen Leinwänden zu bemalen. Dazu bekommt er jetzt drei Farbtöpfe, einen gelben, einen roten und einen schwarzen. Das Problem bei der ganzen Geschichte, das dieser Maler hat, ist, er hat nur einen Pinsel und kann ihn nicht auswaschen. Das heißt, er muss zuerst die gelbe Leinwand bemalen, danach kann er erst die rote bemalen, weil sonst hat er auf seiner gelben lauter rote Schmieren, und danach am Schluss erst die schwarze. Das heißt, er hat eine klar definierte Reihenfolge und fängt jetzt an und sagt, okay, er hat die gelbe Leinwand bemalt und kann jetzt mit dem gelben Pinsel in den roten Farbeimer gehen und dann entsprechend anfangen, die rote Leinwand zu bemalen. So, jetzt passiert ihm ein kleines Malheur. Und zwar, die Farbe ist jetzt ausgelaufen, das heißt, er braucht jetzt neue Farbe. Und das Problem ist jetzt, dadurch, dass er nur einen Pinsel hat, muss er jetzt auf die Lieferung der Farbe warten. Also er kann nicht jetzt weitergehen zur schwarzen Farbe, weil dann könnte er mit diesem Pinsel nicht mehr in die rote Leinwand gehen, weil dann hätte er irgendwelche schwarzen Schlieren drauf. So, jetzt kommt quasi die Farblieferung. Und jetzt hat er wieder einen roten Farbtopf, kann weitermalen, kann jetzt seine schwarze Leinwand bemalen und ist fertig. Und das Ganze wäre jetzt eine synchrone Verarbeitung. Synchron bedeutet also, ich habe eine vorgegebene Reihenfolge und muss diese einhalten. Wenn jetzt von außen irgendeine Störung kommt, wie ein Warteprozess, sagen wir mal eine Anfrage an eine Datenbank oder an einen Webserver oder was auch immer, und ich muss auf die Ergebnisse warten, dann kann ich nicht weiterarbeiten. Das heißt, mein komplettes Programm steht still. Unser Maler ist während des Wartens auf die rote Farbe einfach nur dagestanden und konnte nichts weiter tun. Gucken wir uns eine andere Möglichkeit an. Gehen wir jetzt mal davon aus, unser Maler hat jetzt drei verschiedene Pinsel, das heißt einen für die gelbe Farbe, einen für die rote und einen für die schwarze. Er bemalt wieder seine gelbe Leinwand, fängt wieder mit der roten an und ist wieder zu dusselig und kippt die rote Farbe auf. Jetzt muss er nicht auf die Lieferung warten. Er kann direkt zur schwarzen Leinwand gehen, diese bemalen, und wenn währenddessen die Farbe kommt, dann hat er sozusagen diese Wartezeit sinnvoll genutzt, indem er eben die schwarze Leinwand bemalt hat. Jetzt kann er eben dann zurückgehen zur roten Leinwand und diese fertigstellen. Das würden wir jetzt als eine asynchrone Verarbeitung ansehen. Das heißt, die Wartezeiten konnten wir überbrücken, indem wir unseren Maler, in der Computerwelt wäre das der Arbeitsthread, konnten wir eben auf andere machbare Arbeiten eben umleiten. Das wäre eine asynchrone Verarbeitung. Eine parallele Verarbeitung würde vorliegen, wenn wir drei Maler hätten. Das heißt, die drei Maler könnten jetzt unabhängig voneinander ihre Leinwände bemalen. Wenn jetzt der mittlere wieder zu schusselig wäre und seinen Farbeimer umkippen würde, wäre das kein Problem, weil die anderen beiden ja unabhängig von dem mittleren arbeiten könnten. Das heißt, auch hier hat man jetzt die Situation, dass das Warten auf die Neulieferung des Farbeimers den Gesamtablauf nicht besonders beeinträchtigen würde, weil wir eben sozusagen unabhängig von dem mittleren, von der mittleren Leinwand die anderen beiden eben entsprechend bemalen könnten.
Das heißt, der Mittlere kann jetzt problemlos sein Werk sozusagen fertig machen. Das heißt jetzt aber auch, dass die parallele Verarbeitung Ähnlichkeit mit der asynchronen Verarbeitung hat, weil ja auch asynchron durchgeführt werden kann. Der große Unterschied zwischen der parallelen und der asynchronen Verarbeitung ist schlichtweg, dass wir wirklich bei der parallelen parallel arbeiten können, was bei der asynchronen Verarbeitung eben nicht geht. Bei der asynchronen haben wir lediglich die Unabhängigkeit der Reihenfolge. Und hier haben wir wirklich die Unabhängigkeit der Durchführung. Und deswegen ist die parallele Verarbeitung natürlich hier die hohe Schule der Programmierung und die asynchrone einfach nur eine Notwendigkeit, um externe Abhängigkeiten oder externe Wartesituationen abzufedern. Gut, rekapitulieren wir nochmal ganz kurz das Thema asynchrone Verarbeitung. Also, wir haben gesehen, dass wir bei der asynchronen Verarbeitung nicht auf den externen Thread, in unserem Beispiel war ja das der Lieferservice für die Farbe, warten müssen. Das heißt, wir verhindern hiermit ein Blockieren unseres Codes aufgrund einer externen Abhängigkeit. Und somit können wir einen sogenannten Non-Blocking-Code realisieren. Das wäre beispielsweise bei realen Programmen, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Code eine Serveranfrage stelle, dann warte ich mit der aktuellen Ausführung meines normalen Codes nicht darauf, dass der Server sich meldet, sondern ich schicke einfach eine Anfrage an den Server, arbeite weiter und erst wenn der Server sich meldet, dann starte ich einen anderen Prozess. Aber das gucken wir uns gleich nochmal etwas genauer an. Wie man sowas macht, ist in aller Regel mit Callback-Funktion. Schauen wir uns das mal bei einem ganz konkreten und ja, realistischen Beispiel an. Wir haben irgendwo einen Server rumstehen und wollen von irgendeinem Client, in dem Fall ist es ein Browser, auf diesen Server zugreifen. Aber nicht über eine normale URL-Eingabe im Browser, sondern über irgendwie eine REST-Schnittstelle innerhalb meines JavaScript-Codes. So, mein JavaScript-Code soll diese Anfrage realisieren, also brauche ich einen JavaScript-Interpreter und hier läuft jetzt mein Code. Ja, das ist irgendein Code, das ist jetzt meinetwegen der Klickhändler, wenn irgendein Button auf der Webseite geklickt wird. Und wenn ich jetzt auf diesen Button klicke, läuft mein von mir geschriebener Code. So, und der wird jetzt einfach sequenziell abgearbeitet. Ja, also irgendwelche Variablendeklarationen etc. Egal. Und jetzt kommt eine Funktion, die aufgerufen wird, die eine Anfrage an diesen Server durchführen soll. So, jetzt kann ich das aber nicht rein parallel realisieren, sondern wir haben in JavaScript streng genommen, wenn wir jetzt mal ein paar so Sonderlocken auslassen, keine Möglichkeit parallel zu arbeiten. Wenn es jetzt eine reine sequentielle Abarbeitung wäre, dann müsste mein Code jetzt warten, bis der Server sich zurückmeldet. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte asynchron arbeiten. Also muss ich jetzt Folgendes tun. Ich muss sagen, wenn der Server sich zurückmeldet, dann soll er beziehungsweise die Kommunikationseinheit, die für diese Kommunikation zuständig ist, eine Methode von mir aufrufen, damit ich weiß, aha, der Server hat sich zurückgemeldet. Und die gebe ich jetzt hier beim Fetch, und das ist jetzt syntaktisch erstmal egal, wie das funktioniert, muss ich hier in irgendeiner Form angeben. Das heißt, ich sage jetzt meinem Programm oder meinem Browser, lieber Browser, wenn der Server sich zurückgemeldet hat, dann ruf bitte diese Funktion auf. Und die habe ich jetzt hier irgendwie geschrieben. Die läuft jetzt nicht sequenziell nach meinem Klick ab, sondern die wird von meinem Browser aufgerufen, wenn der Server sich gemeldet hat. So, das heißt, jetzt wird der Fetch ausgeführt und das läuft über einen Händler. Und diese Händler, die wir hier sehen, die habe nicht ich oder die schreibt nicht der Programmierer, sondern die sind fest im Browser verbaut und die können unabhängig von meinem JavaScript-Interpreter laufen. Das heißt, ich habe hier natürlich jetzt eine gewisse Parallelität, streng genommen genauso wie mein Beispiel mit den Malern, weil dieser Lieferservice für die Farbe ist ja auch parallel zum Maler gelaufen.
Aber der große Unterschied zum rein parallelen Programmieren ist, ich habe diesen Händler nicht komplett im Griff, sondern der residiert irgendwie außerhalb meines Wirkungsbereiches und ich triggere ihn nur an, genauso wie die Lieferung der Farbe. So, das heißt, ich habe jetzt sozusagen meinem Fetch mitgeteilt, ja, wenn du fertig bist, ruf bitte diese Handle-Response-Methode auf oder Funktion auf. Und jetzt wird dieser Fetch ausgeführt. Das heißt, der Händler stellt jetzt eine Anfrage an den Server und während das passiert, läuft mein Code weiter. So, und jetzt ist es erstmal unabhängig, ob jetzt mein Code fertig ist oder nicht. Das heißt, ob jetzt meine Klick-Methode oder was auch immer noch nicht parallel, was auch immer noch jetzt nach meinem Klick läuft, das läuft erstmal bis zum Ende durch. So, und jetzt meldet sich der Server zurück. Und mein XML-HTTP-Request ruft jetzt diese Handle-Response-Funktion auf. Wenn mein Code im oberen Bereich, also in dem Klick, noch nicht fertig ist, dann muss er halt warten. Ja, das würde jetzt unter der Überschrift Event-Händler von JavaScript laufen, aber so tief möchte ich hier jetzt nicht eingehen. Entscheidend ist, wenn diese Klick-Funktion abgearbeitet wird, dann kann die Handle-Response-Methode abgearbeitet werden. Wenn die Klick-Funktion noch nicht abgearbeitet wurde, weil da weiß der Kuckuck, was für komplizierte Aktionen noch durchlaufen, dann würde sozusagen der Aufruf von der Handle-Response-Funktion erst nach der kompletten Abarbeitung meines Klick-Events durchgeführt werden. Warum? Ja, weil ich eben hier an der Stelle nicht parallel, sondern eben nur asynchron arbeite. Das heißt, in unserem Beispiel mit den Malern, ich habe nur einen Maler, also ich habe nur einen, der die Arbeit ausführt. Und wenn der jetzt sozusagen noch an der schwarzen Leinwand arbeitet und die rote Farbe wäre schon da, dann muss halt die rote Leinwand erstmal warten. Das wäre hier die Analogie. So, und damit habe ich jetzt sozusagen einen kompletten Loop gemacht, wie eben asynchron eine Kommunikation mit dem Server durchgeführt wird und eben mein Code entsprechend das alles abbildet. Gut, neben der Asynchron haben wir ja jetzt noch die parallele Verarbeitung angesprochen. Und parallel ist ja vom Verhalten her eigentlich sehr ähnlich wie die asynchrone Verarbeitung, nur dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, selber eben diese Threads zu realisieren. Also bei der asynchronen Verarbeitung, also der nicht parallelen, habe ich immer nur einen Arbeiter, einen Thread, der läuft und alle anderen außerhalb von mir durchgeführten Aktionen werden durch Threads durchgeführt, die ich nicht unter Kontrolle habe, wie beispielsweise der Farblieferant oder eben dieser Händler, der den Server kontaktiert. Bei der Parallelen kann ich entsprechend komplett alles machen. Das heißt, parallel ist sozusagen die Obermenge auch der Thematik asynchrone Verarbeitung. So, also ich kann Aufgaben gleichzeitig erledigen und zwar wichtig, ich als Programmierer kann sie gleichzeitig erledigen. Das Ganze ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn ich mehrere Prozessorkerne nutzen kann. Warum? Weil ich diese parallele Verarbeitung eigentlich nur dann durchführe, wenn Performance wichtig ist. Wir werden noch sehen, dass parallele Verarbeitungen einen Mehraufwand beim Programmieren bedingen, weil wir hier ein paar Sachen haben, auf die wir genau achten müssen. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Sehen wir uns die Parallelität mal in Java an. Java ist, was die parallele Verarbeitung angeht, eigentlich relativ simpel gestrickt. Hier kann man ja ziemlich viel Unfug machen. Aber grundsätzlich mal ist es relativ ja, einfach zu verstehen, wie Java das realisiert. Doch bevor wir auf die Multithreaded-Umsetzung gehen, schauen wir uns nochmal die Single-Threaded-Funktionalität an. Und wir haben hier einfach eine Klasse, die gibt einfach nur irgendwas aus. Und die möchte ich jetzt starten. Wenn ich das tue, dann gebe ich jetzt erstmal meinen Java-Befehl ein, also Java und dann meine Klasse. Und dadurch wird die virtuelle Maschine gestartet.
Die läuft jetzt erstmal nur single-threaded. Das heißt, in der CPU wird ein Thread gestartet und was jetzt passiert ist, die Runtime-Umgebung sucht die Main-Methode, die eine ganz klar definierte Signatur hat, und die wird dann aufgerufen. Das Array brauche ich lediglich, wenn ich Parameter beim Aufruf durchführe. Ansonsten ist dieses Parameter-Array der Main-Methode erstmal für mich nicht relevant. So, das heißt, die Main-Methode ist der Einstiegspunkt in mein Programm. Ich gebe die ja nicht an, also ich rufe die ja nicht explizit auf. Ich schreibe nicht Java myTest.main, sondern ich schreibe nur Java myTest. Und es ist eine Konvention, die in Java hinterlegt ist, dass ein Programm dann gestartet werden kann, wenn in der Klasse, die aufgerufen wird, eine Main-Methode existiert. So, und genau die wird dann abgearbeitet. Und was dann passiert ist, ist in dem Fall einfach nur eine Ausgabe, Main-Method, und das ganze Programm ist fertig. Das ist die Idee der Single-Threaded-Ausführung meines Java-Codes. Wenn wir das Ganze jetzt multithreaded machen, sieht die Sache ja ein bisschen anders aus. Also ich habe wieder meine Main-Methode. In der Main-Methode sage ich jetzt, ich hätte gerne eine Klasse, die in einem eigenen Thread ausgeführt wird. Wichtig zu verstehen ist jetzt, dass im Single-Threaded-Verfahren die Klasse myTest ja auch in einem eigenen Thread ausgeführt wurde, eben diesen Main-Thread. Und jetzt sage ich, ich brauche jetzt quasi für den Sub-Thread wiederum eine eigene Klasse, die habe ich jetzt einfach mal myThread genannt, und die soll jetzt in einem anderen Thread laufen. Das heißt, pro Thread habe ich jetzt hier streng genommen eine eigene Klasse. So. Danach sage ich, ich starte jetzt eine Java Foundation Klasse, die heißt Thread. Ja, die habe nicht ich geschrieben, sondern die ist fix und fertig in Java vorhanden. Und diese Klasse Thread, das ist jetzt quasi das Pendant zur virtuellen Maschine, zur Runtime Environment, die ich normalerweise eben für die Klasse myTest genutzt habe. Ich habe ja gesagt, Java myTest, und dann hat er die Klasse myTest mit der Main-Methode gestartet. Und das Ganze möchte ich jetzt für einen Subthread machen. Und diese Zeile New Thread ist jetzt das Pendant für das Starten der virtuellen Maschine, aber mit einem eigenen Subthread. Das heißt, ich sage, starte jetzt einen neuen Thread. Und es muss dieser Thread genauso wie beim Starten der Runtime-Umgebung auch wissen, ja, welche Klasse soll ich denn starten? Streng genommen, welches Objekt in dem Fall. Und das übergebe ich einfach über die Parameter. Das heißt, anstatt Java myTest in der Konsole schreibe ich jetzt New Thread und dann übergebe ich ein konkretes Objekt, myT, also das wäre myThread, ein Objekt der Klasse myThread. Damit es überhaupt funktioniert, also damit die Klasse Thread im Konstruktor überhaupt meine MyThread-Klasse akzeptiert, muss meine Klasse das Interface Runnable implementieren. Ja, damit Thread weiß, ja, ich kann damit überhaupt arbeiten. Warum ist es wichtig? Weil in dem Runnable Interface drin steht, dass diese Run-Methode existieren muss. Public Void Run. So, was jetzt passiert ist, wenn ich jetzt mein Hauptprogramm starte, ja, dann wird eben mein Thread für myTest gestartet. Es wird die Main-Methode gestartet. Und jetzt kommt er genau in diese Zeile rein, in der Main-Methode, und sagt, bitte starte den Subthread mit diesem Objekt myT. Und dieses Punkt Start heißt jetzt nichts anderes wie, dass jetzt ein paralleler Thread eben durchgeführt wird. Und in diesem parallelen Thread sucht er jetzt nicht die Main-Methode wie beim Hauptthread, sondern diese Run-Methode. Das heißt, diese Run-Methode erfüllt jetzt den gleichen Zweck wie die Main-Methode, aber eben nur im Subthread und nicht im Main-Thread. Intern läuft jetzt nichts Besonderes. Da habe ich einfach zwei Zähler, ein
meinem Main-Thread und einmal in diesen Sub-Thread, in diesen Run. Und die zählen einfach von 0 bis kleiner 3. Und ich mache eine kleine Pause. Die Pause mache ich deswegen, weil sonst im Prinzip es zu schnell gehen würde und ich dann keine sinnvolle Beobachtung machen könnte. Also dieses Do-Pause soll jetzt einfach irgendeine kompliziertere Berechnung simulieren. Also die Methode Do-Pause habe ich jetzt hier auch gar nicht gezeigt. Das tut jetzt erstmal hier nicht zur Sache. Der erwartet sie einfach nur 10 Millisekunden. Und dann gebe ich in der Klasse myTest aus main, Doppelpunkt und dann den Zählerwert und in der myThread-Klasse run, Doppelpunkt und den Zählerwert. Wenn ich das jetzt starte, dann ist jetzt die Frage, in welcher Reihenfolge kriege ich jetzt meine Main- und meine Run-Ausgaben? Der Punkt ist, diese MyThread-Klasse läuft ja parallel zu MyTest. Das heißt, ich kann streng genommen nicht wissen, wann welche Ausgabe ausgeführt wird. Und wenn ich das jetzt ausführe, bekomme ich jetzt tatsächlich so eine Art zufällige Reihenfolge meiner Ausgaben. Ja? Gut, zuerst habe ich Main. Okay, danach habe ich Run. Das ist aber auch nicht zwingend notwendig, dass es eben in genau der Reihenfolge stattfindet. Aber es ist eher zu erwarten, dass zuerst sich Main meldet, weil eben noch ein paar Overhead-Aktivitäten in der MyThread-Klasse durchgeführt werden. So, also zuerst Main, dann kommt Run. Dann kommt wieder Main mit der 1. Und dann kommt wieder Run mit der 1. Und jetzt kommt nicht Main mit der 2, sondern Run mit der 2. Das heißt, zufällig ist jetzt hier meine Run-Methode oder meine MyThread-Klasse etwas schneller als die MyTest-Klasse. Das ist aber reiner Zufall. Weil, wie gesagt, die beiden Threads laufen parallel. Wenn ich das sequenziell gemacht hätte, also wenn ich jetzt die rechte Schleife nicht in einem parallelen Thread gestartet hätte, sondern einfach am Ende meiner Main-Methode, dann hätte ich eine klare Reihenfolge. Dann hätte ich zuerst meine drei Main-Ausgaben, dann die drei Run-Ausgaben. Bei der parallelen Verarbeitung ist das aber nicht mehr der Fall. Das heißt, ich habe streng genommen, was diese Synchronisation dieser beiden Zeilen angeht, keine Chance mehr, eben vorherzusehen, wann wer was ausgibt. Und das ist ein Problem. Ich kann jetzt zwar durchaus behaupten, dass mein Gesamtprogramm schneller läuft, weil diese Do-Pause mit diesen 10 Millisekunden parallel durchgeführt werden. Also das heißt, während MyTest eine Pause von 10 Millisekunden macht, macht auch mein MyThread 10 Millisekunden Pause. Und je nachdem, wer zuerst fertig ist mit seiner Pause, macht halt seine Ausgabe. Das heißt, in Summe, wenn ich jetzt sage, der restliche Code wird in 0 Millisekunden ausgeführt, läuft dieses Programm jetzt 30 Millisekunden. Wenn es sequenziell ausgeführt werden würde, würde es 60 Millisekunden laufen. Das heißt, ich habe eine Performance-Optimierung zum Preis der Vorhersagbarkeit meiner Ergebnisse. Schauen wir uns das nochmal in einem anderen, vielleicht etwas prägnanteren Beispiel an. Und zwar, ich habe jetzt hier eine Main-Methode. Ja, diese Main-Methode läuft im Main-Thread und ich habe irgendeine Worker-Klasse. Diese Worker-Klasse kann was tun und, jetzt ganz wichtig, sie hat eine zentrale Ressource. Das habe ich jetzt einfach mal modelliert mit einer Integer-Variable, die hat den Wert 0. So, in meinem Main-Thread starte ich jetzt einen Subthread. Das ist jetzt der Thread 1. Und der sagt, liebe Worker-Klasse, tu irgendwas. Ja, was soll sie tun? Es gibt eine Methode, die heißt DoWork, und die holt sich jetzt diese zentrale Ressource mit einem Getter in eLocal. Dann tut die irgendwas, ich habe das wieder simuliert mit DoWait, und dann wird diese lokale Variable um 1 erhöht und der Wert wird dann zurückgesetzt eben wieder in diese zentrale Ressource. Also ich hole mir eine Kopie von i, mach irgendwas damit, verändere es und schreibe es am Schluss wieder zurück. Das ist sozusagen diese Do-Work-Methode. So, also das heißt, die holt sich jetzt dieses i, macht irgendwas und schreibt dann dieses i zurück und sagt dann Thread 1, ich bin fertig und du kannst jetzt sozusagen auch terminieren. Das ist quasi der Weg.
Und jetzt starte ich einen zweiten Thread. Und der macht genau das Gleiche. Der ruft auch wieder Do Work auf. Also wird jetzt die 1 gelesen, wird erhöht um 1 und die 2 wird zurückgeschrieben. Das heißt, am Ende dieser beiden Thread Calls steht in meiner zentralen Ressource i der Wert 2 drin. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Das heißt, ich starte wieder meinen Thread. Es wird die Zahl 0 gelesen. Und jetzt warte ich aber nicht, bis der Thread 1 fertig ist, sondern ich bin ein Multithread. Ich starte sozusagen den Thread 2 jetzt parallel. Jetzt ist aber Thread 1 noch nicht fertig mit der Verarbeitung, hat sozusagen den Wert i noch nicht zurückgeschrieben. Also lädt mir mein Thread 2 auch die 0. Jetzt läuft mein Thread 1 durch, schreibt die 1 zurück und ist fertig. Der Thread 2 läuft jetzt auch durch und schreibt jetzt auch die 1 zurück, weil er auch von 0 auf 1 erhöht. Das bedeutet, an der Stelle habe ich jetzt am Ende meiner Ausführung nicht mehr die 2 stehen, sondern die 1. Und sowas würde man jetzt als Race Condition bezeichnen. Ja? Je nachdem, wann mein Thread 2 startet, wird die 1 oder die 2 am Ende stehen. Und das würde jetzt bedeuten, dass dieser Code nicht mehr Thread Safe ist. Thread Safe bedeutet, dass ich unabhängig von meiner zeitlichen Abarbeitung immer das gleiche Ergebnis bekomme. Und hier habe ich es nicht. Die Zeitkomponente ist jetzt plötzlich durch diese Multithreaded-Verarbeitung relevant geworden für mein Endergebnis. Und das darf normalerweise nicht sein. Ja? Wir sehen hier, das ist zwar jetzt schneller gegangen als im vorigen Beispiel, aber ich habe ein anderes Ergebnis. Und das ist ein Problem. Und sowas gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Eine Möglichkeit, das zu verhindern, ist, dass wir sagen, diese Do-Work-Methode, die darf nur ein einziges Mal im Stack auftauchen. Ja, vorhin war die ja zweimal parallel im Stack durch diese beiden Threads, die eben diese Do-Work-Methode in den Stack geladen haben. Und das kann ich verhindern, indem ich hier das Schlüsselwort synchronized vor diese Methodendefinition schreibe. Was jetzt passiert ist, diese Do-Work-Methode wird aufgerufen. Der parallele Thread versucht das jetzt auch, wird aber blockiert, weil dieses Schlüsselwort synchronized davor steht. Das heißt, diese Do-Work-Methode muss erstmal abgearbeitet werden und erst wenn sie abgearbeitet wurde, das heißt, wenn sie aus dem Stack wieder rausgenommen wurde, darf sie durch den zweiten Thread aufgerufen werden und der zweite Thread liest dann natürlich das Ergebnis 1, das von dem ersten Thread abgelegt wurde und ich bekomme dann quasi genau wie bei der sequentiellen Verarbeitung den Wert 2 in meinem Endergebnis. Was jetzt klar ist, ist, dass ich hier eine gewisse Wartezeit jetzt in Kauf nehmen muss. Das heißt, die Parallelität ist jetzt hier in gewissen Grenzen eben ja, verhindert worden, weil diese Do-Work-Methode ja nur einmal parallel laufen darf. Und das heißt jetzt mit anderen Worten, dass ich in dieser Do-Work-Methode wirklich nur das eintragen darf, wirklich nur das reinschreiben darf, was zwingend für die Synchronisation notwendig ist. Also ich darf jetzt hier keinen unnötigen Overhead reinbauen, weil auf diesen Overhead, der jetzt nicht zwingend synchron oder sequenziell ablaufen muss, ich nicht warten möchte, sondern wirklich nur das, was notwendig ist für diesen Zugriff auf diese zentrale Ressource. Und das heißt jetzt nichts anderes, als dass ich mir sehr genau überlegen muss, wie strukturiere ich denn meine synchronisierten Methoden, dass ich eben möglichst viele Arbeiten außerhalb des synchronisierten Blocks durchführen kann und eben wirklich nur das, was zwingend notwendig ist. Und meistens sind es Zugriffe auf zentrale Ressourcen, Lese- und Schreibzugriffe, ja, dass ich hier quasi mir nicht mehr gegenseitig im Weg stehe. Aber das erhöht natürlich an der Stelle eben den Planungsaufwand, den Designaufwand für genau diese Elemente.
So, welche Möglichkeiten gibt es für die Synchronisation? Also es gibt relativ viele, die wichtigsten habe ich jetzt hier mal aufgezeigt und das sind die, die wir hier in Java auch nutzen. In den anderen Programmiersprachen gibt es ähnliche Methoden, sofern sie überhaupt eine Parallelisierung ja, ermöglichen. Im Wesentlichen, das Wichtigste haben wir ja gerade gesehen, das ist Synchronize, das ist auch das Einfachste, einfach Synchronize vor die Funktion und fertig. Dann gibt es auch die Möglichkeit, innerhalb von Methoden einen synchronisierten Block zu schaffen. Dafür brauche ich aber irgendein zentrales Element, in dem Fall ist es ein Objekt, das mir besagt, okay, wenn dieses zentrale Element ja, das nennt man Monitor, reserviert ist, dann darf dieser Block nicht anderweitig genutzt werden. Das gucken wir uns gleich im Code an. Und was auch relativ häufig zu finden ist, sind sogenannte Semaphoren, die dann ja einen etwas aufwendigeren Mechanismus dann erlauben, wo ich dann tatsächlich sogar mehrere Stufen oder Level von Synchronisation durchführen kann. So, wie gesagt, gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die bekanntesten, die wesentlichen. Und jetzt muss ich hier noch eine Sache dazu sagen. Das gilt wirklich nur für die Programmiersprachen, die eine Parallelität erlauben, wie beispielsweise Java oder C# oder C++ etc. Programmiersprachen wie JavaScript oder Python erlauben das nicht so ohne weiteres. Also in JavaScript zum Beispiel gibt es keine echte Parallelisierung innerhalb meines Programms, sondern was da passiert ist, wenn ich in JavaScript einen parallelen Worker-Thread starte, es wird eine komplett neue Instanz des Interpreters gestartet. Und dann gibt es einen relativ aufwendigen Mechanismus, wie ich von der einen Interpreter-Instanz Daten in die andere Interpreter-Instanz bekomme. Und das funktioniert auch gar nicht so schlecht, aber es ist eben, wie gesagt, ich starte streng genommen zwei Programme, die dann sich untereinander austauschen. Hier in Java oder in C# ist es genauso, starte ich innerhalb eines Programms einen Subthread. Ja, da habe ich eine klare Hierarchie. Ich habe den Main-Thread und den Subthread. In, wie gesagt, JavaScript ist es etwas anders. So, dadurch, dass jetzt in JavaScript es beispielsweise mit einer eigenen Instanz läuft, habe ich viele von den Problemen, die ich hier jetzt habe, zum Thema Thread Safety nicht, weil eben, wie gesagt, ich es sauber oder klar getrennt habe. So, aber das nur als Randbemerkung. Diese drei Mechanismen, die ich hier gezeigt habe, also Funktionen synchronisieren, über einen Monitor arbeiten oder über Semaphoren, dienen nur einen einzigen Zweck. Ich muss Thread Safe sein. Thread Safe bedeutet, dass ich unabhängig von einer zeitlichen Komponente immer ein vorhersagbares Ergebnis habe. Ja, so als würde ich es sequenziell abarbeiten, weil beim Sequenziellen weiß ich immer genau, wenn ich es 100 Mal ausführe, es kommt 100 Mal das gleiche Ergebnis raus. Und bei der Thread Safety ist es so, dass ich, obwohl ich multithreaded arbeite, auch ein vorhersagbares Ergebnis bekomme. Das würden wir als Thread Safe bezeichnen. Das Schlüsselwort synchronized vor der Funktionsdefinition haben wir uns ja vorhin angeguckt und jetzt gucken wir uns mal den Monitor an. Wir haben hier wieder unsere zentrale Ressource, das ist einfach meine Variable i. Die wird unten mit SetI gesetzt und beim Setzen gebe ich einfach den Wert i kurz aus, damit wir sehen, was drin ist. Das brauchen wir später für die Interpretation der Ausgabe unseres Codes. Dann habe ich hier do synchronized work. Das ist meine do work Methode, die jetzt eben nicht das Schlüsselwort synchronized davor hat, sondern ich habe hier innen drin meinen synchronized Block. Und das Besondere ist jetzt, streng genommen, die funktioniert jetzt genauso, als würde ich jetzt meinen synchronized vor der Funktionsdefinition haben. Aber was ich jetzt machen könnte, ich könnte zwischen der geschweiften Klammer nach do synchronized work und dem Schlüsselwort synchronized noch andere Funktionen reinlegen, die dann eben nicht synchronisiert werden. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, einen Block innerhalb der Funktion zu synchronisieren und nicht, wie
vorhin bei dem Schlüsselwort synchronized vor der Funktion die gesamte Funktion. Ja, das heißt, ich kann jetzt Teile der Funktion synchronisieren. Und das läuft ganz einfach so, dass ich diesen synchronized eine Objektadresse mitgebe. In dem Fall ist es this. Ich kann auch ein anderes Objekt verwenden. Ich kann irgendeinen String erzeugen, den ich in irgendeiner zentralen Klasse vorhalte und dann einfach nur die Adresse dieses Strings übergeben. Hier geht es wirklich nur darum, dass Synchronized ein Objekt benötigt. Und man kann sich das so vorstellen, als würde in diesem Objekt einfach ein Flag erzeugt werden. Und wenn Synchronized mit diesem Objekt aufgerufen wird, dann wird in diesem Objekt das Flag gesetzt. Achtung, ich bin jetzt besetzt. Und dann kann keiner in diesen synchronisierten Block parallel arbeiten. Das heißt, das, was jetzt hier gerade markiert ist, das wird exklusiv abgearbeitet. Wenn jetzt ein paralleler Thread auch dieses Do Synchronized Work aufrufen würde, dann würde er genau bis zum Synchronized in Klammern this kommen. Dann würde der parallele Thread erkennen, aha, hier ist gerade auf besetzt gestellt worden. Ich muss warten, bis dieser Block von dem anderen ersten Thread abgearbeitet wird und dann erst würde der zweite Thread zum Zug kommen. Ja, das heißt, Verhalten ist im Prinzip genauso wie das Synchronized vor der Funktion. Unterschied ist, dass ich nicht die gesamte Funktion synchronisieren muss, sondern eben nur einen Teil synchronisieren kann. Und man nimmt gerne in diesen Klammern synchronized das this, also das aktuelle Objekt, aber das muss ich nicht. Also ich kann auch jedes beliebige andere Objekt nehmen. Ich muss mich halt nur darum kümmern, dass eben die einzelnen Threads dann eben das richtige Objekt für den Log verwenden. Und es ist tatsächlich so, wenn es jetzt zwei unterschiedliche, unabhängige Funktionen gibt, die synchronisiert werden müssen, dann würde ich da eben auch zwei unterschiedliche Objekte reinhängen und dann könnte ich nicht mit this arbeiten, weil this gibt es ja nur für das aktuelle Objekt einmal. Aber das sind dann Details. So, damit haben wir das Ganze jetzt erledigt. Ich habe jetzt hier wieder die Simulation einer Verarbeitung und wie gesagt, danach wird i erhöht und gesetzt und dann würde ich i ausgeben. Mein Thread, der ist jetzt einzig und allein dafür da, die Aufrufe meines Workers zu koordinieren. Und nachdem ich wirklich nur einmal dieses Synchronized Work aufrufen möchte, ist es relativ billig. Ist eben relativ einfach gestrickt. Einfach in der Run-Methode wird einfach gesagt, lieber Worker, mach deine synchronisierte Arbeit. Und wenn ich jetzt diesen Thread, diese Thread-Klasse zweimal instanziere und in zwei verschiedenen Threads eben laufen lasse, würden die eben tatsächlich parallel laufen, weil ich eben in meinem Worker eine kleine Pause eingebaut habe. So, wie mache ich das? Ich sage jetzt hier, dass ich in meiner Main-Methode den Worker instanziere und dann sage ich New My Thread Worker. Das heißt, ich starte oder ich erzeuge jetzt meine Thread-Klasse und übergebe diesen Worker dieser Thread-Klasse. Und das Ganze packe ich jetzt in diese Java-Klasse Thread ein, damit eben mein Betriebssystem eben für meine Klasse MyThread eine Umgebung erstellt, also einen eigenen System-Thread. Und mit Start starte ich den ganzen Kram einfach. So, das ist jetzt alles in einer Zeile, das kann man auch in mehreren Zeilen machen, aber so sieht man das auch relativ häufig, dass es hier in der Form so abgearbeitet wird. Danach gebe ich einfach aus, dass Thread 1 gestartet wurde und dann haben wir hier mit dieser Zeile eben meinen zweiten Start des Threads. Und damit habe ich jetzt zwei Instanzen von MyThread, die beide auf den gleichen Worker eben abzielen. Und dann gebe ich auch aus, Thread 2 startet. So, wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse, sehe ich, dass meine interne Variable mit 1 und danach mit 2 belegt wurde. Wenn ich diesen Block synchronized rauskommentiere, würde ich zweimal die 1 sehen. Das heißt, ich habe hier tatsächlich eine saubere, sequentielle Abarbeitung des synchronisierten Bereiches und eben ich bin somit Thread Safe. Gut, Semaphoren. Semaphoren kennt man
aus der Bahn. Das sind diese komischen altmodischen Dinger, die heißen so. Und diese Semaphoren sind dafür da, Ressourcen zu verwalten. Und eine Ressource ist jetzt erstmal mehr wie einfach nur eine Funktion, die synchronisiert wird, weil ich hier auch Ressourcen zählen kann. Das heißt, ich kann jetzt sagen, mit einem Semaphor, dass der zweimal nacheinander aufgerufen werden kann, aber kein drittes Mal. Ja? Und das ist sozusagen die Luxusvariante des ganzen Konzepts. Und diese Ressourcen kann ich jetzt explizit anfragen und freigeben. Das heißt, ich kann sagen, hey, bist du gerade blockiert? Wenn ja, dann kann ich vielleicht auch irgendwas anderes tun oder eben entsprechend drauf warten. Das kann man realisieren, wie man möchte. Schauen wir uns den Code an. Die Semaphoren finden wir in Java Util Concurrent. Dort finden sich noch ein paar andere Sachen, die ganz praktisch sind, aber bleiben wir jetzt eben, wie gesagt, hier mal bei den Semaphoren. Und ich erzeuge jetzt hier eine Semaphore, die zwei Ressourcen verwaltet. Und das Ganze habe ich jetzt mit einem etwas komplizierteren Programm realisiert, dass man klar sieht, wie es funktioniert. Ich sage jetzt, es dürfen diese Ressource, die darf zweimal parallel laufen, aber nicht mehr. Und jetzt habe ich zwei Threads. Einmal einen blockierenden Thread, also der die Ressource blockiert, und einen anderen parallelen Thread, der diese Ressource wieder freigeben soll. Und beide werden einfach gestartet. Schauen wir uns zuerst den Blockierer an. Dieser Blockierer benötigt einfach nur eine Referenz auf diese Semaphore. Die hält er sich jetzt zentral vor. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, eben diese Kontrolle der Semaphore zu übergeben. In der Run-Methode mache ich jetzt Folgendes. Ich habe jetzt einfach eine JOptionPane, die läuft jetzt sozusagen im UI-Thread. Damit kann ich dann eben tatsächlich parallel zwei verschiedene Eingaben machen. Sehen wir gleich. Und da soll ich jetzt einfach nur sagen, okay, soll ich blockieren? Und da kann ich jetzt Yes, No, Cancel. Also ja blockieren, nein blockieren und mit Cancel würde ich jetzt das Programm einfach abbrechen. So, wenn ich jetzt auf OK gedrückt habe, auf die Frage, so, soll ich blockieren, dann sage ich Semaphore Acquire. Acquire heißt, bitte, ich habe jetzt eine Teilressource von den zwei, ich habe ja meine Semaphore mit zwei, dem Parameter 2 gestartet, wird jetzt reserviert. Ja, also blockiert. Und jetzt kann ich nach Semaphore Acquire was auch immer machen. Also nach dem Try-Catch kann ich jetzt beliebigen Code realisieren. Hier unten kümmere ich mich jetzt lediglich darum, dass abgebrochen wird, wenn ich auf Cancel drücke, dass mein Programm auch wirklich terminiert. Da habe ich jetzt gerade noch nicht drüber gesprochen. Wir müssen halt immer gucken, dass unsere einzelnen Threads auch wirklich terminieren, weil sonst laufe ich in Gefahr, dass da irgendwo im Betriebssystem noch irgendein verlorener Thread rumläuft. So, jetzt bin ich im Release-Thread und den habe ich jetzt etwas anders gemacht. Hier gehe ich jetzt über die Konsole. Damit habe ich jetzt tatsächlich die Möglichkeit, unabhängig voneinander Eingaben zu machen. Ja, also quasi über meinen UI-Thread, über die JOptionPane und hier in der Konsole kann ich über den Input-Stream arbeiten. Und hier habe ich im Prinzip das Gleiche, nur ich frage nicht nach Blockieren, sondern nach Release, ja, nein und Cancel. Das ist eigentlich die Idee hinter diesem Code. Wenn ich auf die Frage Release J gegangen bin, also ja, dann wird hier eben entsprechend das Release durchgeführt werden. Ja, das heißt, ich mache jetzt Folgendes: Über den Klicken meiner JOptionPane kann ich die Ressource blockieren und in der Konsole kann ich es mit der Eingabe J wieder freigeben. Das ist die ganze Idee des Codes. Und mit C breche ich jetzt diesen Subthread ab. Ja, dann probieren wir das Ganze mal aus. Also, ich starte mein Programm. Was jetzt passiert ist, über den Release-Thread wird in der Konsole angezeigt, soll ich Release machen, ja, nein oder Cancel. Und in dem Blockierer-Thread, den ich jetzt links hier sehe,
wird die Show Confirmed Dialog Methode aufgerufen. Dadurch ist dieses Pop-up-Fenster entsprechend zu sehen, wo drauf steht Should I block? So, was passiert jetzt? Sobald ich jetzt auf einen Button klicke, ja, nein oder abbrechen, würde diese Confirmed Dialog würde verschwinden. Und ich kann jetzt hier an der Stelle dann prüfen, was mein Click Result ist. Wenn ich jetzt auf OK Option gedrückt habe, sprich auf Ja, würde ich jetzt hier an der Stelle anhalten. Ja? So, Semaphore acquired. Das heißt, Semaphore wird abgefragt werden. Sind noch Ressourcen frei? Ich habe die Semaphore mit 2 initialisiert, das heißt, es gibt insgesamt 2 Ressourcen. Also würde mir die Semaphore sagen, jo, es ist noch was frei, würde jetzt die Ressourcen auf 1 reduzieren und jetzt würde der Code weiterlaufen, würde unten an der While-Bedingung hängen bleiben, sagen, ist Result ungleich Cancel Option? Ja, weil ich habe Yes gedrückt. Also geht er wieder hoch. Wieder zu Show Confirm Dialog und mein Confirm Dialog würde wieder angezeigt werden. Jetzt kann ich das zweite Mal draufklicken. Er würde wieder bei der Semaphore vorbeikommen und würde sagen, hey, kriege ich noch eine Ressource? Und die Semaphore sagt, ja, ich habe ja noch eine frei, weil mit 2 initialisiert wurde, eine wurde schon mal reserviert und jetzt ist die zweite, die abgefragt wird. So, das heißt, er würde auch jetzt hier weiterlaufen, würde wieder bei While die Wiederholung durchführen und wieder oben den schon Confirmed Dialog aufrufen und ich sehe wieder meine Pop-up-Message. So, jetzt klicke ich ein drittes Mal drauf. Und jetzt würde er bei der Semaphore.acquire hängen bleiben. Wenn er sagt, hey, ich habe keine Ressource mehr frei. Das heißt, mein Thread würde hier warten. Also mein Programm würde blockiert werden an der Stelle. Das ist nicht immer optimal. Man kann bei der Semaphore aber auch anfragen, hast du überhaupt noch Ressourcen frei? Und dann könnte man quasi diesen Codeblock verhindern. Zum Beispiel, man könnte eine Message jetzt hochpoppen lassen, bevor ich überhaupt auf Acquire gehe und sagen, hey, es gibt keine freien mehr und bitte warten, was auch immer. Ja, aber wenn ich das nicht tue, wenn ich keine Vorkehrungen treffe, würde ich jetzt hier genau mein Thread blockieren. Er würde hier tatsächlich warten. So, jetzt würde ich ihn gerne freigeben. Dafür habe ich jetzt mein zweites Fenster hier rechts. Das heißt, ich würde jetzt bei Release ein J eingeben. Dadurch würde der zweite, der parallele Release-Thread auch zur Semaphore gehen und sagen Release um 1. Das heißt, ich würde jetzt hier J eingeben, die Semaphore würde auf Released gehen und in dem Moment würde in meinem Block-Thread, wo ich Semaphore Acquire aufgerufen habe, wo ich ja gerade warte, würde eben die Freigabe stattfinden. Er würde wieder über die While-Schleife drüber gehen, würde wieder oben beim Show Confirm Dialog landen und mein Pop-up-Fenster wäre wieder da. Das wäre jetzt im Prinzip der Weg, wie wir das Ganze entsprechend realisieren könnten. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich komplett unabhängig an 2 verschiedenen Stellen etwas blockieren und freigeben. Ich habe die volle Kontrolle darüber. So, dann brechen wir hier nochmal ab und auch in der Konsole brechen wir auch ab. So. Jetzt gibt es hier aber eine sehr, sehr große Gefahr. Und zwar, diese Gefahr nennt sich Deadlock. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier 2 Threads. Ja, das eine war der Blockierer, das andere war der Freigabeblock. Ja, so haben wir das ja vorhin gesehen. Und die modifizieren wir jetzt mal. Und zwar gehen wir mal davon aus, ich habe 2 Ressourcen. Was macht jetzt der Thread 1? Er blockiert jetzt die Ressource 1. Thread 2 blockiert Ressource 2. Okay, wunderbar. Jetzt kommt der Thread 1 und er hätte jetzt gerne die Ressource 2. Jetzt muss er warten.
Also angenommen, wir hätten sie nur einfach oder unsere Semaphore nur mit dem Wert 1 initialisiert. Das heißt, ich darf sie nur exklusiv zugreifen. Das heißt, der wartet jetzt darauf, bis die Ressource 2 fertig wird oder wieder freigegeben wird. Und jetzt kommt der Thread 2 und der hätte gerne die Ressource 1, auch mit Acquire. Und der wartet jetzt auch. Und dieser Zustand wird jetzt so lange laufen, bis der Rechner runtergefahren wird. Das heißt, ich habe hier einen sogenannten Deadlock, weil der Thread 1 auf etwas wartet, was der Thread 2 freigeben muss und der wiederum wartet auf den Thread 1. Ja, das heißt, dieses Release hier an der Stelle wird niemals möglich sein und das Release hier an der Stelle wird auch niemals möglich sein, ja, weil wir hier an der Stelle eben jetzt uns gegenseitig blockieren. Und solche Deadlocks gilt es auf alle Fälle zu vermeiden. Das heißt, auch hier haben wir jetzt die Situation, dass wir dadurch, dass wir Multithreaded programmieren, eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Komplexität gewonnen, die wir eben auch handeln müssen. Also solche Deadlocks sind auf jeden Fall zu vermeiden. Das heißt, wenn wir in irgendeiner Form mit mehreren Ressourcen arbeiten, mit mehreren Thread, sollten wir unseren Code ganz genau darauf prüfen, ob solche Deadlocks eben entstehen können, weil das würde tatsächlich dazu führen, dass unser komplettes Programm einfriert. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Das sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Jo, das war jetzt wieder ein etwas längeres Video. Aber wie gesagt, ich finde das relativ wichtig, dass wir, wenn man Multithreaded programmiert, dass man sich das Ganze eben in der Detailtiefe auch mal vor Augen führt, weil da durchaus ein paar Fallstricke drin sind. Wir haben eben gesehen, dass wir, wenn wir Multithreaded arbeiten, dass wir Thread safe sein müssen, dass wir nicht parallel auf gemeinsame Ressourcen ohne weiteres zugreifen können, dass wir synchronisieren müssen und bei diesen Synchronisierungen, bei diesen Synchronisationen, wenn wir zwei unabhängige synchronisierte Ressourcen haben, dass wir hier auch, wenn wir es falsch anstellen, mit Deadlocks arbeiten könnten oder in einen Deadlock hereingeraten könnten. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Ja, das war's zu dem Thema. Und ja, ich bin gespannt, was das nächste Thema wird. Ich weiß es noch nicht, aber da lasst euch mal überraschen und bis zum nächsten Video.